Ah ja. Levi, das ist jetzt dein Job. Ja, wir warten noch kurz. Ja, wir warten noch. Ich kann die Nachricht von hier gar nicht lesen. Ich sehe nur Hi, Hallo und Hi. Ja. Ja, also... Matthias Teufen schaut zu. Matthias Teufen, alter Chemielehrer, der ohne den wäre ich da nicht durchgekommen. Wirklich, der hat mich da durchgebracht. Endlich wieder live. Da sind wir wieder. Oh weia. Ja, also wir sind hier gerade in Berlin, haben uns einfach mal getroffen, wir haben uns lange nicht gesehen und dann, ja. Yes. Sind da Fragen? So Leute, wie geht's euch? Erzählt mal. Wollen wir Fragensticker mal was raus. Otto ist auch dabei. Wahnsinn. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Grüße. Geh mal in die Fragen rein. Aber ohne das Handy umzuwerfen. Also noch keine Fragen, Leute. Keine Fragen. Wir brauchen ein paar Fragen jetzt. Ist auch schon relativ spät. Otto, also Julius, Otto. Also, mach mal das Ding wieder. Also ich sag, Neujahrsvorsätze... Na, nicht so richtig, ne? Mach kein Neujahrsvorsätze, das ist so unnötig. Wenn ich was ändern will, so... Dann direkt damit anfangen, ja. Das ist ja Quatsch. Warte dann nicht auf irgendein Kalenderdatum, so, das macht's auch nicht anders. Also ich schau mal, dass ich mir 2024 mal ein paar Kilos runterkriege, aber ansonsten viel mehr habe ich da nicht vor, ne? Ist alles gut. Durch die Schule kommen und dann bin ich sowieso entspannt. Jo. Du bist fast durch, oder? Schule? Ja. Nee. Wie lange brauchst du noch? Ja, noch über 2 Jahre. Oh, weia. Also, bin jetzt in der 11. komme im Sommer in die 12. und dann noch, ich fäng erst Oberstufe an, also dann habe ich noch 2 Jahre bis zum Abi. Du bist 11. jetzt? Ja. Welche Klasse schreibt ihr Abi dann? Was du denn? Ich dachte, du bist 12. Ach, ihr habt schon 13 Jahre? Ja. Ja, wir auch. Ja, ja. Gar nicht mal so geil, 13 Jahre. Nee, gar nicht. Gehen wir nochmal rein hier. Ja. Hat Levi jetzt Insta? Nein. Immer noch nicht. Nee. Es will noch nicht. Das wird. Das kommt noch. Kommt das noch? Ja, das kommt irgendwann noch. Machst du das? Das kommt noch. Ja, wir werden es auf jeden Fall groß ankündigen. Ja. Lieblingsessen. Wir haben heute, das kann man ja immer anders. Wir haben gerade eben Sushi gehabt. Ja, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber nicht nur das normale Sushi, so auch geil. Fried Sushi. Schön frittiert. Wow. Unfassbar. Wow. Mit dieser geilen Mayo drüber. Da machen wir uns so satt. Das ist das geht gut runter. Auf jeden Fall. Erstmal allen frohes neues Jahr. Ja, stimmt. Kann man das noch sagen? Bis wann sagt man das? Wie sieht es denn heute? Ja, das sagt man auch auf jeden Fall. Ist bei euch heute Feiertag? Weil heute ist ja eigentlich Heilige Drei Könige, aber in Berlin ist kein Feiertag. Ich bin da raus mittlerweile. Als kleines Kind wusste ich, also ganz, ganz kleines Kind, da wusste ich das. Ja, da geht man doch so von Tür zu Tür und schreibt. Es fängt jetzt an zu schneien. Ja. Also mal gucken, in Berlin ist echt unfassbar kalt. Ich weiß nicht, wie das in den anderen Teilen von Deutschland ist, aber hier hat es heute Morgen angefangen Berlin oder gestern brennt, Morgen zu schneien. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Mach nochmal eine Frage und dann gehen wir nochmal in den Chat rein. Woher ist Nevius Jacke? Ich weiß es gar nicht. Muss ich überlegen, ich glaube, die ist vintage. Ist nicht. Auf jeden Fall tut sie gut aussehen. Dankeschön. Wahnsinnig. Liebster Fußballverein vielleicht noch? HSV. Bayern München. Jetzt habe ich es gesagt. HSV. Oh, ich bin aus Hamburg. Ich bin raus. Ich bin Hamburger. Julius ist kein Fußballfan. Nee, wir haben den SV 09 Otzenrad bei uns und den VfB auf Neukirch und dann ist Schluss. Und wenn die zwei gegeneinander spielen, dann wird es immer lustig. Wie alt seid ihr ja? Wir sind 15, 16 und 17. Genau. So ist es. Julius und ich hatten gerade Geburtstag. Auch sehr viel Nachrichten bekommen, vielen Dank. Man kann immer, ihr kennt das, man kann nicht alles beantworten so. Aber wir haben uns sehr gefreut über alle Nachrichten. Vielen Dank. Oh, jetzt gehen die Fußballgespräche da los. Hallöchen, ja. Bald Schule, Ich bin froh, dass ich das nicht lesen kann, was da geschrieben wird. Bayern. Ja. Bald geht Schule wieder los. Ich habe, um ehrlich zu sein, gar keine Lust. Also, ich bin da gerade nicht wirklich motiviert. Nee. Aber, ich meine, was soll man machen? Ja, mal gucken, wie lange noch, ne? Ich mache gerade parallel meinen Führerschein. Bald durch, aber auch, ne? Ja, hoffentlich. Wahrscheinlich bald durch. John and Bannon.
Ja, wir wollten uns auch nur mal noch mal kurz zu Wort melden, jetzt wo wir noch mal zusammenkommen hier zu dritt. Genau, wir sind gerade in Berlin. Genau. Und ja, man wird uns bestimmt öfter bald noch mal sehen. Das hast du jetzt gesagt. Das habe ich jetzt gesagt. Es bleibt spannend. Wollen wir noch mal einmal reingehen in die Fragen? Jo. Ein letztes Mal, noch mal ein bisschen was machen hier. Oh, weia. Ach du Schreck. Jetzt wird's wackelig. Ja, ich kann das, ich habe keine Kontakte. Ich kann es absolut nicht lesen. Welche Position spielt Neville Handball? Rückraum Mitte. Ist das relevant? Das ist von, also das, ich rede jetzt von Angriffposition. Also da bist du sehr relevant. Naja, das ist quasi im Zentrum, also das ist wichtig. Oh, du bist Spielzüge du bist dabei, so. Aber einfach überall. Ja, ich bin voll dabei. Ja, ja. Handball wird ja viel gelaufen, da ist man vorne und hinten. Da wird so viel gerannt. Das ist heftig. Mhm. Lieblingsfilm sehe ich hier. Boah, schwierig. Ganz viele. Ehrlich. Das ist echt schwierig. Ja. Ich bin Kindsköpfe, könnte ich tausendmal gucken. Kindsköpfe und Fuck You Goethe ist Wahnsinn. Also ich Klassiker und so, Hitchcock zum Beispiel, da das Fenster zum Hof. Da wüsste ich nicht mal, wer es ist. Hat Jules nicht mehr gesehen. Ein paar Klassiker auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich soll mal eine Frage vorlegen. Ja. Mach eine von den neueren, gehen wir nach oben ein bisschen. Nee, oben sind die alten. Ach so. Neue Projekte, yeah. lasst euch überraschen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Welche Klasse seid ihr? Wir beide sind in der 10. und Neville in der 11. Ja. Neville ist der. Ist schon wieder verrutscht. Neville ist der große Mann hier. Wie geht's euch? Gut? Sehr gut. Alles klasse. So, eine gute müssen wir jetzt noch finden hier. Habt ihr die Discounter geguckt? Nee, aber die halbe Welt. Hab ich reingeschaut, das geil. Ist so witzig. Also, geil. Jonas Core auf TikTok ist schon super. Extrem witzig. Also, fühle ich. Discounter ist super. Auf jeden Fall. Welche Position beim Fußball? Im Moment wieder Mittelstürmer, aber variiert von Zeit zu Zeit. Mal 10er, mal 8er, mal 6er. Also ich kann alles. Bankwärmer ist nicht deine Position? Nö. Ja, dann läuft's doch. Ja. Das ist doch, war doch eher deine Position, hast du doch mal erzählt. Gummibärchen auf den Ball. Ja, es reicht schon. Gut. Lieblingssüßigkeit noch? Hallo aus Jüchen. Oh. Lieblingssüßigkeit, Schokobons on top. Ja, Schokobons am besten aus dem Kühlschrank noch, damit die nicht so matschen direkt. Ich hab's vorhin schon gesagt, also ich weiß nicht, wer das jetzt fühlt. Lieblings-Softdrink, Paulana Spezi. Ja, Paulana Spezi in München. Spezi aber auch Paulana Spezi. Keine Werbung. Auf jeden Fall. Das also alles andere ist Quatsch, Spezi ganz ehrlich. Also ja. Paulana Spezi. Ich hatte eine ganz extreme Phase, da bin ich auch noch Ketka gefahren mit meinen Freunden. Und da hatten wir immer einen Kasten Spezi dabei. Ja, klar. Wahnsinn. Und Lieblingssüßigkeit, ich glaube. Ich bin da überall dabei, solange es kein Lakritz oder Marzipan ist, also esse ich alles. So. Dann war es das auch schon langsam wieder. Wir wollten nur mal eben Hallo sagen. Kommt gut ins neue Jahr. Und macht das, was ihr unbedingt machen wollt, 2024. Genau. Wunderbar. Auf jeden Fall. Dann wir hören uns bald wieder. Wie macht man das angenehm. Aus? Wie man es ausmacht, Levi. Yeah. Wahnsinn, hier. Ich zeig's dir jetzt als Tutorial. Oben rechts da ist ein Kreuz, da drücke ich jetzt drauf. So, auf Wiedersehen. Tschüss.